Ja, schönen guten Morgen. Hier ist die Nicole von Pönitz TV. Wir haben es jetzt 4 Uhr am Morgen und sind jetzt hier bei der Bäckerei Brede, um mal reinzuschnuppern, wie dort die Produktion der Berliner läuft. Und Silvester ist natürlich bei uns der wildeste Tag des Jahres. Wir haben also nicht nur, dass wir die ganzen Hotels alle am Strand voll haben, also alle Touris sind da. Dann kommen halt die Berliner dazu und das sind, naja, so 25.000 Stück machen wir alle frisch diese Nacht. Also wir arbeiten natürlich dann ein bisschen in Etappen, sage ich mal. Die ersten zwei Mann, die fangen ja gestern Abend 19 Uhr sind sie angefangen. Ja, und wenn der letzte rausgeht, dann wird das wohl so 14 Uhr, wird das wohl sein, ja. Wie gesagt, wir müssen unsere gesamte Produktion darauf ausrichten, dass wir bei den Berlinern nicht abreißen. Also da wir ja nur eine begrenzte Backkapazität haben, die müssen ja alle frittiert werden, sind wir da natürlich sehr begrenzt und das muss absolut klappen. Und die gesamte andere Produktion muss sich danach ausrichten. Also Kirschmarmelade ist natürlich der Klassiker, aber wie gesagt, wir haben auch Schoko, Eierlikör, Rummarzipan, Pflaumenmus, Bratapfel, selbstgekochte Bratapfelmarmelade. Wow. Da ist also für jeden was dabei. Also die meisten werden natürlich bei uns über den Ladentresen verkauft. Klar haben wir ein paar große Hotels, die auch beliefert werden. Wissen Sie eigentlich, dass ich gebürtig aus Berlin komme? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Also wir Berliner benennen es nicht Berliner, sondern eher Pfannkuchen. Genau. Aber es ist in Ordnung, dass Sie uns Berliner mögen, dass Sie da gerne reinbeißen. Finde ich super. Also da gibt es ja auch immer so ein paar Herren, die dann bei dem Angebotstafel warme Berliner immer wieder reinkommen und fragen, wann kommen denn die Herren aus Berlin? Traditionell ist es ja auch so, dass man Berliner mit Senf gefüllt anbietet. Für wen sind diese eigentlich? Also gibt es da spezielle Bestellungen oder macht ihr das so just for fun? Nein, also das machen wir nicht so just for fun. Das finde ich total eklig, in so einem Senf-Berliner reinzuweisen. Aber es gibt immer so ein paar Ulkvögel, die müssen bei 20 Stück irgendwie einen dazulegen und finden das ganz fürchterlich witzig, wenn da natürlich einer reinbeißt. Das Gesicht ist natürlich dann ja dementsprechend, weil da rechnet natürlich keiner mit. Das Weltklasse dann, ne? Weltklasse, ja. Okay, also wenn ich gleich einen bekomme, bitte ich drum. Ja. Dass das denn keiner mit Senf gefüllt ist. Jetzt schauen wir mal. Ich mag dann doch eher das Süße. Ja. Die wichtigste Frage natürlich, wie viele Berliner essen Sie selber heute Abend? Also, heute Abend esse ich keinen mehr. Aber während der Produktion, sage ich mal, so 10, 12 sind es wohl. Aber nur zum Verkosten. Ja, natürlich. Die werden natürlich total aufgegessen. Man will ja auch nichts umkommen lassen. Aber so ein Berliner lebt einfach davon, dass er absolut frisch ist. Und wenn Sie die Möglichkeiten haben, so einen warmen Berliner zu essen, die gehen ja runter wie nichts. Ne?